Aha. Hier sind die Relais. Doch, die Pumpe läuft. Okay. Weißt du, was passiert ist? Was denn? Die Pumpe hat sich... Jawohl! Kopf! Yes! Unglaublich. Ich dachte schon, ja, ich habe alles gesehen. Nein, habe ich nicht. Hoschken ist bei Kfz-50. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Unser A3, den wir damals für 500 Euro gekauft haben, echt ein geiles Projekt gewesen. Mit der Community zusammen haben wir das Ding hier in 24 Stunden umgebaut. Ja, vom Schrotthaufen zum Traumauto. Wir sind mitten im Umbau. Ich will das natürlich zur Seite fahren. Geht nicht. Das Ding springt nicht an. Alosch, was machen wir? Schieben oder ganz schnell reparieren? Parieren? Ich weiß nicht, was er hat. Habe ich mir gedacht, weißt du was? Lass uns den Fehler doch zusammensuchen und wie ich vorgehen würde, wenn ich keinen Diagnosetest hätte. Ich meine, wir könnten jetzt den Diagnosetester reinklatschen und gucken, was er uns für Fehler anzeigt, falls er uns einen Fehler rausschmeißt. Ich habe es nicht geguckt, werde ich auch nicht machen. Wir werden jetzt einfach gemeinsam gucken, wie ich vorgehen würde, wenn ein Benziner nicht läuft. Das gleiche habe ich ja mit dem Diesel schon mal gemacht und jetzt machen wir das mit dem Benziner. Guck doch mal, wie geil dieses Lenkrad ist. So. Aha. Nice. Haben wir hier irgendwelche Kabel ab? Hier sind keine Kabel ab. Hier würde ich noch mal kontrollieren. Am besten machen wir mal einen Durchgang dort. Es kann nur sein, dass da einer von der Sicherung hier. Der ist durch, der ist auch. Den haben wir auch. Der ist auch drauf. So, Sicherungen sind alle drauf. Hier sind die Sicherungen in Ordnung. Ist dieser Stecker hier drauf? Der Stecker ist auch drauf. Okay, Elektrik vorerst können wir schon mal ausstechen. Jetzt werden wir erstmal mal schauen, ob Benzin ankommt. Also, wenn hier jetzt Druck drauf ist, dann ist schon mal nicht gut. Oh, überhaupt kein Druck. So, jetzt holen wir den mal raus. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Kann sein, dass er Druck drauf hat. Alter, sofort mit der Kamera drauf. Ey, die Kamera war teuer. So, Vorsicht. Ne. Überhaupt keinen Druck. Gar nichts. Okay. Gucken wir das andere kurz. Gar nichts? Nein. Okay. Jetzt wissen wir, dass Benzin nicht kommt. Aber damit Benzin kommt, da müssen ein paar Faktoren in Ordnung sein. Das heißt Steuergerät, Kurbelwellensensor, Hauptrelais oder Benzinpumpe. Dann hier einmal. Alles in Ordnung. Sicherungen sind auch in Ordnung. Abdecken wir das ab. Hier sind die Relais. Kraftstoff. Pumpenrelais, das ist 167, das ist der hier. Wir werden jetzt Folgendes machen, wir werden den reinmachen und werden das Ganze einmal überbrücken. Und, hör mal, ich überbrücke das Ganze. Ich habe sofort was gehört, ja. Wir werden jetzt drauf drücken, weil wenn der Hauptrelais in Ordnung ist, dann müsste er anspringen. Wenn nicht, dann haben wir auch ein Problem. Dann müssen wir weiter suchen.
siehst du? Geht nicht. Ich habe schon so viel erlebt, dass die Relais sich im Laufe der Zeit sich so gelockert haben, dass man einfach keinen Kontakt macht. Deswegen kontrolliert man alle, ob die sitzen. Doch, die Pumpe läuft. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste hier Druck haben. Vorsicht! Trotzdem nicht. Okay, was sagt uns das? Hat er trotzdem nicht. Oder meinst du, ich habe hier kein Benzin drin? Eidosch, kannst du mal bitte gucken, ob hier irgendwas passiert? Willst du nicht wieder eine Flasche hinmachen? Nee, weil da wird sowieso nichts kommen. Guck mal bitte. Nein, gar nichts. Gar nichts, ne? Nein. Hä? Hauptrelais haben wir kontrolliert, ist in Ordnung. Benzinrelais haben wir kontrolliert, ist in Ordnung. Weißt du, was das Problem bei Quattro ist? Jetzt bin ich gespannt. Du musst dir vorstellen, es hat sozusagen zwei getrennte Tanks. Warum zwei getrennte Tanks? Ja, weil das ein Quattro ist. In der Mitte ist die Kardanwelle. Benzin haben wir auf jeden Fall noch da. Hm. Aber weißt du, was ich vermute? Dass der komplett auf der rechten Seite noch Tank hat. Auf der anderen Seite nicht. Auf der anderen Seite nicht. Jetzt machen wir einmal Benzinpumpe ab und gucken mal rein, ob Benzin drin ist. Es hat so einen kleinen Schlauch, der an der Benzinpumpe dran ist. Mal gucken, ob der noch dran ist. Also wenn Benzin drin ist, dann... Also das heißt wirklich, da könnte der Schlauch ab sein? Werden wir sehen. Wir werden den jetzt abmachen. So, Benzin haben wir drin. Doch sehr hinüber. Interessant. Weißt du, was passiert ist? Was denn? Die Pumpe hat sich einmal verdreht. Verdreht? Und ja. Dann, was kann dann passieren? Ja, da kann ich sorgen. Okay, hast du jetzt wieder richtig rum reingemacht? Ich habe es jetzt richtig drum reingemacht. Der müsste jetzt rein, theoretisch, müsste ja funktionieren. Einmal, zweimal, so drauf. Jetzt müsste hier was raus. Jetzt müsste da was rauskommen. Achte. Okay. Jo. Jawohl. Kommt. Yes. Sehr gut. Oh, ich habe nur ganz kurz gedrückt. Ja, und trotzdem? Hast du jetzt gesehen, was für ein Problem das war? Ja. Hä? Das Ding war verdreht. Im Tank. Im Tank? War der verdreht. Der lag seitlich. Wie das passieren konnte, keine Ahnung. Aber kann passieren sowas. Kann passieren. Ich habe den hier ein, zwei Mal stark aufgesetzt und nicht, dass er dann sich bam, verdreht hat. Ich meine, es ist ja alles möglich. Okay, ich baue den jetzt kurz ein und dann schauen wir mal, ob der anspringt. Okay, Booster. Ihr glaubt es nicht, ich habe heute noch das hier bekommen von Top Don. Ein Booster und kann ich direkt testen. Oh, das sieht schon mal gut aus. Och, schön lang. Das ist schön. Top Dom macht ja mehr Diagnosetester und so. Ah, die haben jetzt auch einen Jumper entwickelt. Starter aktivieren. Aktiviert. Und jetzt gucken wir mal. Unglaublich. Unglaublich. Ey, das ist ein Fehler, den darfst du keinem erzählen. Ehrlich. Ja, bitte keiner glauben, Alter. Gut, dass ich euch mitgenommen habe. Weil ich habe das auch noch nie gesehen. Also habe ich den echt gut irgendwo drangehauen. Ich gucke mir den jetzt von unten an, guck mal, ob ich den Tank nicht da zerstört habe oder so. Sehe ich nichts. Ihr müsst euch vorstellen, die Pumpe stand so, wo ich es rausgeholt habe. Und dann habe ich das erstmal nicht realisiert. Ne? Ist doch klar, dass er nur Luft gezogen hat. Oder du hast wirklich irgendein Relais wieder reingedrückt, der vielleicht nicht ganz drin ist. Nein, aber wir haben ja auch überbrückt. Ja, stimmt. Danach. So. Ich dachte schon, ja, ich habe alles gesehen. Nein, habe ich nicht.
Ich weiß nicht, ob irgendwann die Pumpe gewechselt wurde und beim Reinstecken, dass sie sich verdreht hat oder kurz davor war. Wir haben den hier ein, zweimal richtig aufgesetzt. Oh. Dass das echt so passiert ist, dass er einmal weggerutscht ist. Stimmt, Mann. Jetzt, wo du es sagst. Unglaublich. Habe ich echt nicht erwartet. Siehst du, du siehst auch immer wieder was Neues. Auf jeden Fall. Aber weißt du, was das Geilste jetzt ist? Jetzt kann ich den endlich wieder hin und her fahren. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich ein Like oder ein Abo freuen. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Euer Kfz-Fuzzi. Bis dann. Haut rein. Ciao. Ich dachte schon, ja, ich habe alles gesehen. Nein, habe ich nicht.